Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe den Sender Steve mit dabei und wir machen heute unsere erste Challenge auf dem Mountainbike. Ihr wisst ja Bescheid, wir sind erst so 3,5 Monate auf dem Bike unterwegs und am Anfang macht man keine Challenges. Deswegen machen wir 10 Basic Tricks heute von Fabio Wibner. Kennt ihn alle, ist egal. Und das läuft wie folgt ab. Wir schauen uns dieses Video an, haben einmal kurz die Chance, diesen Move, diesen Trick anzugucken. Und dann wird einmal der Steve und einmal ich mit 3 Versuchen, diesen Trick irgendwie hinzubekommen. Und wer den Trick dann am besten schafft, oder vielleicht schafft man ihn 3-mal, hat man dann dementsprechend Punkte. Wer am Ende am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ich würde sagen, wir starten direkt los. So, ich habe mir das Video rausgesucht vom guten Fabio und wir schauen uns jetzt gemeinsam den ersten Trick an. Hey guys, what's up? My name is Fabio Wibner and a lot of you guys asked me to hast make gehört? More Wibner. Videos in English. Wibner. M verwirrt mich immer. Trackstand. Ja, ich würde Trackstand. Können wir das so machen? Wir stellen uns beide gleichzeitig drauf. Wer länger steht. Wer am längsten stehen kann, Leute. Aus dem Fahren. Also ich hätte es jetzt aus dem Fahren gemacht. Also, ja, wir können das jetzt auch so machen. Ich bin richtig aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch so kann. 3, 2, 1, go. Ne, kann ich nicht. Das ist voll scheiße. Ich roll an. Ich kann ja wohl anrollen, wenn ich will. Okay, anrollen. Muss man nur gleichzeitig stehen. Ja, okay, rein. Scheiße. Okay, erster Punkt geht an Steve. Machen wir noch einen? Ja, machen wir noch einen. Okay. Das ist der dritte. Ach, das ist der dritte dann? Der erste auf dem Stand, oder was? Ja, obwohl, ja, wir machen einfach noch einen. Sagen wir mal, weil ich eine zweite Chance hatte, hast du auch einen. Shit, Alter. Okay, ich würde sagen, die Runde geht an Steve. Okay. Trackstand, erste Runde geht an Steve. Nächste Runde. Oha. Okay. Okay, seated Trackstand. Was dann mit dem Blut drin? Hat er die Hände komplett losgelassen? Ne, der hat einen am Lenker. Kontrolliert das mit dem Fuß hier. Okay. Der hat dann gerade gezogen. Ready? 3, 2, 1. Ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Komm, einen Versuch machen wir noch. Ja, okay. Einen Versuch machen wir noch. Als würde ich das auf dem Trail machen, Junge. 3, 2, 1. Ja, komm, einen noch. Eins, dann machen wir 3-2. 2-1, das war so unentschieden, beide gleich schlecht. Okay, so. Ja, was war das jetzt? Ja, der ging an dich eigentlich. Ja, aber der erste ging an dich. Ja, dann haben wir trotzdem die Gesamtrunde an Steve. Zweite Runde auch Steve. Muss jetzt langsam aufholen. You're sitting in a couch when you're doing this trick. And all you have to do is to put your feet over your handlebars. Ja, fang du mal an. Na? Abhaken, den kriegen wir beide hin. Das heißt 3-1 für Steve immer noch. So next trick is called the blind rider. So you sit on your bike backwards and oha. Okay. Rückwärts. Okay.
Augen haben, aber auch nicht zu wenig. Das war 2 cm weiter als ich. Ja, ich weiß nicht, wie das zu werfen ist. Ja, der Punkt geht an dich, Digga. Okay. Du warst links mit beiden Füßen auf dem Pedal. Like a very easy trick, but so basically all you're gonna do is do a plank on your seat. Ja, wieder 1-1. 1-1, oder? Pull your front brake, lock your arms, bend your knees and try to get your back wheel off the ground. Abgesetzt, das Zettel. Ja. Ja, ich finde persönlich, du hast schöner gemacht. Muss man ehrlich zugeben, Leute. Steve hat einfach schöner gemacht. Schreibt einfach in die Kommentare, wer weiter war. Ich glaube aber, Steve war weiter. Aber wir gehen mal weiter zum nächsten Trick. I didn't really know the name of the next trick. You're standing on your bike, you're walking like a crab. Hä? 1, 2, 3. Oh! Ja. Naja, 1-1. Egal, ja. Noch führig. Hey. Ja! Oha, das war 2 nach vorne, ne? Dein Hinterrad war aber nicht oben. Der noch. Noch Schiss, ja. Keine Ahnung. Ja, klar war nicht. Klar war nicht. Noch ein Stechen. Jetzt alles oder nichts. Tschüss. Was war das? 5 oder 6? 1, 2, 3. Shit. Steve führt, glaube ich, mit 6 Punkten oder so. Ich glaube, ich kann es schon gar nicht mehr aufholen. Wir packen den letzten, ja, die letzten 2 Dinger zusammen. Und zwar machen wir es so, wir machen hier eine Markierung, ziehen die Bremse und wer am längsten slidet auf dem Fahrrad, hat gewonnen. Erste Linie. Gewicht nach vorne verlagern. Ich wollte eigentlich bis zum Ende aufheben, sondern ich dachte, das wäre läppisch. Der Linie. Mit Vorderrad oder Hinterrad? Voll das gute Training hier, ne? Einfach mal die Linie genutzt.
Okay, Leute, das war's. 6:3 für den Steve. Wir hätten besser mal eine Bestrafung ausgemacht. Dann wäre das Ganze, hätte ich jetzt irgendwie irgendwo schwimmen gehen müssen oder so. Aber das können wir das nächste Mal ja gerne machen. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ganz wichtig, auf Steves Kanal gibt es genau das gleiche Video, aber mit Lukas Knopf. Checkt es auf jeden Fall mal ab. Ist auf jeden Fall super witzig geworden. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen, denn es kommen jede Woche 2 neue Videos. Macht's gut. Ciao. Peace. Ja, aber jetzt